kam Wacher aus dieser ersten Hälfte. Schnatterer setzt sich durch. Und das war gefährlich. Der Torschütze zum 1:1. Spann war noch dran. Schnatterer leicht vorbei an Truckenbrot. Und in der Mitte muss Nulle dann gegen Spann klären. Die 61. Minute. Jena angefeuert vom Publikum. Benjamina eingewechselt. Setzt sich schön durch. Dann Stresser nochmal. Orlando im Strafraum, das ist gefährlich. Und dann rutscht er weg zum Entsetzen der fast 10.000. Alles gut gemacht. Aber Orlandos Rutscher macht's leicht für Göllert. Die 65. Minute und schon wieder Marc Schnatterer. Spielte der stark. So kann er Nulle allerdings nicht überwinden. Aber ein weiterer Beleg dafür, dass Heidenheim hier weiterhin mitmischte. Die 67. Minute. Orlando und Truppenbrot sind gute Freistoßschützen. Heidenheims Nummer 1 im Tor Schabanow, der fehlt ja. Und dann nochmal Henke. Eine gute Freistoßmöglichkeit, nichts draus gemacht. Erst Orlando, dann Henge, schon wieder abgewehrt von Schnatterer. Noch eine Viertelstunde. Heidenheim versuchte es, aber jetzt war dann natürlich Konterplatz. Lukinia auf Orlando gegen Göllert. Das alte Duell in diesem Spiel hier auf der linken Seite. Orlando gegen Göllert. Und der Orlando, der fällt. Göllert sauer wie alle Heidenheimer und Orlando in der Diskussion mit Schiedsrichter Novak. Aber er trollt sich schnell, denn er selbst weiß am besten, dass er hier feinste Flugschule präsentiert hat. René van Eck gibt keinen energischen Protest ab. Er kennt seinen Orlando schließlich am besten. Und er weiß auch, dass der trotz dieses Missgeschicks weiterhin torgefährlich bleibt. Orlando schon wieder gegen Göllert. In der Mitte läuft Henke. Sebastian Henke! Riesenmöglichkeit für Sebastian Henke, der schon so viele wichtige Tore geschossen hat für den FC Carl Zeiss. Hier wird er nach gutem Zuspiel von Orlando gerade noch gestört. René van Eck, er hält so viel von Henke, von dessen Laufbereitschaft. Ein Tor und die Tür in die Liga 2. Sie würde sich weit öffnen. Und sie hören die Sprüche von der Bank. Das gibt's doch nicht. Aber noch war Zeit. Noch 5 Minuten. Am Rhein verliert den Ball. Nicht das erste Mal. Und die Roten, sie suchten nur einen Mann. Und der heißt Marc Schnatterer. Gegen Benjamina. Marc Schnatterer. Und Nulle. Carsten Nulle, hervorragend. Schnatterer, der auffälligste auf dem Platz. Die 89. Minute. Für Jena zählt natürlich nur der Sieg. Und da ist schon wieder Schnatterer gegen Benjamina. Vorbei an ihm, vorbei an Wuttke, vorbei an Nulle. Der beste Mann auf dem Platz schießt Heidenheim in der 89. Minute in Führung. Und das ging leicht, vorbei an Benjamina. Und dann schießt er ihn rein ins lange Eck. Jenas Hoffnungen auf die zweite Liga, sie schwinden durch dieses Tor von Schnatterer. René van Eck, so gute Arbeit hat er geleistet. Er ahnt, dass die zweite Liga weiter auf Jena warten muss, zumindest noch eine Saison. Statt Aufstiegs-Euphorie, nun Frust. Aber auch ein Pünktchen könnte ja noch helfen. Jena versuchte es, die Heidenheimer Bank, sie stand geschlossen, forderte den Abpfiff. Dann kam ein Pfiff.
Und er erfüllte die Heidenheimer mit Riesenfreude. Jena verliert erstmals nach 13 Spielen. Ingo Hanebitte. Jens, 1:2 zu Hause. Klare Frage und auch eine klare Antwort. Bitte, haben Sie den Aufstieg verspielt damit? Wir haben das Wort nie in den Mund genommen. Wir haben immer gesagt, es wird noch schwer genug. Wir hatten noch 4 Spiele. Wir haben gesagt, wir gucken von Spiel zu Spiel. Und ja, heute ist leider die Serie mal gerissen. Und es ist natürlich sehr, sehr tragisch. Ja. Kassen, auch wenn es die Mannschaft nie gesagt hat, aber die Fans haben davon geträumt und haben das Wort Aufstieg schon sehr, sehr oft in den Mund genommen. Haben Sie den heute verspielt möglicherweise? Wenn man das Ergebnis sieht, auf jeden Fall. Wir haben es einfach nicht geschafft, in der ersten Halbzeit nach dem Tor noch nachzulegen und in der zweiten Halbzeit erst recht nicht. Ja, wir konnten uns einfach nicht konsequent vorne durchsetzen. Wir wollen so viel wie möglich Punkte holen und dann schauen wir am Schluss, wo wir stehen. Wir haben heute gut angefangen, aber dann lässt du natürlich Heidenheim voll ins Spiel kommen und dann tust du dich natürlich schwer. Sie können befreit spielen, wir wollen unbedingt die 3 Punkte holen und dann siehst du, was passiert. Dennoch Beifall von den Rängen für eine tolle Serie. Nicht vergessen, viele hatten Jena auch schon als Absteiger im Winter auf dem Zettel. Der Michelangelo auf der Brust von Orlando, das neue Tattoo, es hat dem FC Carl Zeiss kein Glück gebracht. Ja, spielt ja auch im Paradies, der Orlando. Also schauen wir mal, was das für Jena vielleicht für Auswirkungen hat.